und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe vor ungefähr einer Woche auf Amazon japanische Süßigkeiten bestellt und meine beste Freundin und ich werden sie heute testen. Japanisches Candy. Oh, Entschuldigung. Guck mal, wie sie aufhört, Alter. Japanisches Candy. Oh, das sieht total hier aufgekriegt ab, ey. Okay. Also. Warte. Darf ich die Anleitung haben? Du darfst die Anleitung haben. Ich glaube, da sind viele drin. Also, oh mein Gott, wie geil. Da steht einfach mal Sushi. Sushi Candy, da gar die Box oder sowas. Okay, so sieht das hier aus. Also das ist Texas Corn. Texas Corn? Ja. Naja, so Chinesisch können wir ja leider noch nicht, aber da ist eine Krake drauf. Schmeckt es dann nach Krake? Krabben. So sieht das aus. Krabbenbowls. Das sieht aus wie ein Oktopus. Ach, schmeckt eigentlich voll gut, oder? Schmeckt nach diesen normalen... Ach, wird aber scharf. Wie heißen die Dinger? Nee. Krabbenchips? Ja, so diese Oktopus hatten da. So wie, so wie dieses Popreis da, dieses Popreis. Ja. Aber schmeckt voll gut. Aber so voll künstlich auch. Ich dachte, es wäre eklig, weil da so eine Krabbe drauf ist. Oder so eine Oktopus-Eier. Das kann ich nicht entziffern, was hier drauf steht. Ich finde diese Verpackung total süß. Na, aber die spricht mich jetzt nicht wirklich an. Also, okay. Ja. Nächstes Produkt, Maximilian. Also, das kann ich nicht entziffern. Da ist ein Hase drauf. Sieht aus wie, ja, aber wird sieht aus wie... Ich kann nicht glauben, wie diese Cornflakes, diese Honig-Cornflakes. Puffreis oder was? Ey, aber das sieht ganz komisch aus, guck mal. Sieht aus wie Tic-Tac. Kann man das sehen? Da oben? Kann irgendwie mal anfokussieren oder sowas? Ja. Also oben sieht auf jeden Fall aus. Oh, da gibt's wohl mal das Tic-Tac, Alter. Luni, jetzt warte mal bitte. Geh bitte mal ab jetzt. Luni, aha. Ab. Wenn man die Verpackung auch mal aufkriegen würde, ich sag euch jetzt schon, das nächste wird richtig pervers. Okay. Ich freue mich drauf. Ja. Ich mich auch. Oh, es ist nicht so eine Verpackung. Ja, mach mal auf. Ja, cool. Ich hab die alle mit den Kindern. Sarah kriegt mit ihren Wunderhänden alles irgendwie her. Achso, hier steht doch auch immer sogar, was da drin ist, oder? Warte mal. Was haben wir denn als erstes gegessen? Als erstes haben wir Texas Corn Takoyaki gegessen. Ja, hier, warte. Okay. Und das ist... Muss mal ein paar in die Hand nehmen. Ninjin Arare Carrot Shaped Sweet Rice Cracker. Das sind Cracker, aber die riechen nach gar nichts. Ja, die riechen neutral. 3, 2, 1. Cornflakes. Nee, das schmeckt nach Karotte, so wie es hier steht. Oder? Schmeckst du? Die schmecken wie diese Honig-Cornflakes. Schmeckt ganz gut eigentlich. Ja. Schmeckt voll nach Karotte. Kannst Cornflakes nehmen, aber die saugen sich halt schnell voll. Okay. Okay. Jetzt kommen hier so 7 Sticks. Guck mal, was das ist. Da auf 7 dem? Sticks? Ja, hier. Achso, 7 Sticks Milchcreme und leichte Kekse mit süßer Milch. Ja, so wie Bueno oder sowas. Okay. Bloß ohne Schokolade. Die Verpackung sieht ja... Sieht das aus? Die sind eigentlich ganz süß. Ja, also Biskuit mag ich. Ja. Also Essen mag ich. Okay. Die sind ja dünn. Guck mal, wie dünn die sind. Die sind nicht mal wie mein Finger. Naja, doch fast. Okay. Oh. 3, 2, 1. Mmh. Die schmecken. Oh. Yeah. Boah, ich finde die voll geil. Alter, die sind voll süß. Ja, aber. Oh. Oh, die schmecken nach Kokos. Die schmecken nach diesen. Nee, ich finde, die schmecken voll nach so Zitronenkuchen. Die sind mega süß, Alter. Das ist ja eine richtige Kalorienbombe bestimmt. Ja. Leider kann ich kein Chinesisch. Japanisch. Ja, das ist das Gleiche. Mhm. Alter, wollen wir mal was Würziges setzen? Ja. Mhm. Was ist das? Oh. Mhm. Irgendwie so Hörtschippel. Mhm. Rice Cracker mit Zwiebel- und Fleischgeschmack. Oh, geil. Geil, hört sich lecker an. Was? Kann man mal machen. Achso, Chips sind das. Ey, da ist sogar ein Grill drauf. Mhm. Boah, tschu, wir haben hier noch so viel, ne? Geil. So, das ist das auch auf jeden Fall aus. Geil. Okay. Danach können wir erstmal Süßigkeiten essen, würde ich sagen. Oh ja, diese Dinger, Alter. Ja, die kriegst du ja nicht aus dem Kopf, ne? Ja. Aus. Okay. 3, 2, 1. Voll geil! Das sind Krabbenchips.
mit Fleischgeschmack. Oh, voll geil, oder? Mhm. Ja, Mann. Boah, Digga, die habe ich richtig genossen. Die schmeckt ja übel nach Pommes, Alter. Voll geil. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz lecker. Mhm. Kann man mal machen. Oh. Mhm. Krabben, irgendwas? Das so eine... sind Prawns Salt Crisps. Oh, guck mal, da ist ein Scampi drauf. Guck mal. Ja. Ich sehe ihn. Meine Lieblingstiere ist Scampi. Also, auf der Flucht vor den Munchies. Ufo dreht mich für ein Pferd. Okay. Probieren wir mal hier. Oh, sieht ja süß aus. Oh, hier. Hab ich auch einen gleich? Ich bin so gierig. Oh, das riecht übel nach Fisch, Alter. Ja. Mein Highlighter. Jetzt riecht deine Oberlippe nach Fisch. Das riecht jetzt den ganzen Tag. 3, 2, 1. Ich schwöre, die salzigen Sachen schmecken übel geil, oder? Mhm. Aber ich glaub, das ich muss hat nach jetzt, Japan. Das hat jetzt absolut noch gar nichts geschmeckt. So. Ja, das ist mehr so Puffreis, glaube ich. Ja. Boah, das schmeckt doch gut. Aber es schmeckt besser als dieses süße. Also bis jetzt am besten schmecken die Chips. Ja. Muss ich ja mal sagen. Boah, das ist ja geil. Nun, geh mal ab. Ist aber ein Ding, ne? Das müssen wir dann teilen hier. Mach mal. Ja. Was ist denn das? Zum Achso, das ist irgendwie so ein Corn Pottage Left Salad Right. Achso. Vielleicht haben wir auch das Süße davon. Keine Ahnung, da steht kein Englisch und Chinesisch. Also das ist ein Riesenpissreis, Mann. Oder ein Kuchen? Luna! Ey, das sieht aus wie dieses Käsebällchen. Das ist einfach mal übelst der Puffreis. Achso, übrigens sieht die Verpackung so aus. Das riecht nach Leibniz einfach nur. Ja, das riecht nach Biskuit einfach nur. Okay, und 3, 2, 1. Boah. Voll chemisch, Alter. Also würde ich mir ein Stück Butter im Maul schmecken. Schmeckt nach Brot mit Butter. Das schmeckt nach dicke Brot mit Butter, ja. Filinchen mit Butter. Getrocknete. Ja, das ist nicht so mein Ding. Das hätten lieber den Salatgeschmack gehabt. Das nächste sieht aus wie getrocknete Mangos oder sowas. Okay. Chicken Potato Flavored Crisps. Ja, okay. Chicken? Hühnchen und Chicken? Mango. Hühnchen und Mango ist ja fast das gleiche. Da ist sogar ein Hühnchen drauf. Da sind vier drin, so wie man es entziffern kann. Okay. Also vier so große Taler oder sowas. Das sieht auf jeden Fall aus. Das letzte hat ja echt widerlich geschmeckt, ey. So fettes Brot mit Butter, ey. Ja. Lini muss halt erst das sieht ja voll gut aus. Oh Gott. Wie groß, das ist groß wie mein Kopf, Alter. Das riecht nach normale Chips. Naja, nicht ganz. Okay, 3, 2, 1. Ja, Mann. Bester Shit aus Japan. Aber es ist easy. Na, das Brot mit Butter werde ich nicht vergessen. Mhm. Jetzt ein Cookie. Nicht besonders. Wollen wir den Cookie jetzt auch aufmachen? Ja. Ist ja nicht. Den kann Sarah essen. Ein Cookie. Ja. Nicht besondere. Und doch, bloß okay. Japanische Zeichen. Nee, schmeckt aus Japan anders. Nicht besondere. Doch, das ist ein Keks. Muska, was hast du denn geklaut? Der Keks sieht aus wie Schaumstoff, was man in die Häuser spritzt, oder? Mhm. Kennst du was? Weißt du was? Bauschaum. Oh, das stinkt aber nicht mal nach Keks oder sowas. Das riecht sehr eigenartig. Das ist Kuromame Senbei. Black Bean Rice Cracker. Kein Cookie hier. Nee, das ist irgendwas mit schwarzem Pfeffer. Reiswaffel. Nee, schwarze Bohnen. Reiswaffel. So schmeckt das. Schwarze Bohnen Rice Cracker. Das schmeckt wie Puffreis. Aber... mit Bohnen, ja. Nee. Nee. Und Sarah nur so Cookie. Meloni. Was ist denn das? So. Ja. Mini Vita C Energy Drink Flavor. Oh, nee, ich glaub's nicht. Das sieht übrigens sehr süß aus. Ja, aber nein. Macht das. Ach, man hat schon. Das ist wie so eine Filmrolle, weißt du noch? Die von damals, diese Filmrollen? Ja. Diese Verpackungen davon? Oh! Guck mal, wie klein die sind. Ich dachte, die wären größer. Warte, guck mal hier. Na, egal. Ich will auch noch einen haben. Teile werden geschmissen. Nein, Spaß. Danke, ich geh steil. Die schmeckt wie
Putzmittel, oder? Ja, und so Maracuja-mäßig. Oder? Mhm. Ein bisschen am Anfang schmeckt wie Putzmittel. Mini Vita C. Von Orion. Machen wir gleich weiter, oder? Mit so einem Lutschzeug. Ja. Warte. Mit so einem Lustzeug. Hier. Und auch irgendwas mit einem C. Lass mich mal. Na hier. Pro Lemon C. Nach meinem Mund. Oh, ich hab nicht mehr. Das ist, als wenn du diese Magnesium-Tabletten... Das ist ja schon weg. Ja. Ey, das ist aber voll cool. Jenny, Alter. Am Anfang ist es voll eklig, weil es einfach nur so... Und dann ist es auf einmal weg. Verfallsdatum ist auf Chinesisch. Ja, okay. Ist sowieso schon verfallen. Hier, kann man ja unschwer erkennen. Das heißt Mashuro. Mashuro. Heißt Marshmallow auf Japanisch. Twisted Marshmallow Stick. Oh! Da ist so ein kleiner Fettsack drauf. So ein Marshmallow-Michelin-Männchen. Ja. Okay. Ich mag kein Marshmallow, ich finde das voll eklig. Ich finde das voll lecker. Ich könnte mir auch so eine ganze Tüte davon reinziehen. Okay, nee, riecht normal. Was ist, wie riecht normal? Ja, die Japaner, ne? Du weißt, wie die Asiaten riechen. Boah, der schmeckt aber gut besser als die vom Kaufland. Schmeckt wie Marshmallows. Ist ja auch nur einer. Ja, Mann. Schade. Achso, das ist ja mindestens. Oh, jetzt kommt was Schokoladiges. Oh, bitte nicht. So ein Reis-Dings ist das bestimmt warm. Ja. Oh. Oh, scheiße, da ist auch noch was mit Wasabi drin. Psst. Oh, nein. Schokotaro Chocolate Bar with Nuts. Ist mir mal aufgefallen, dass die alles mit Puffreis machen? Mhm. Ja, bitte. Das schmeckt voll geil. Aber richtig gut. Findest du nicht? Doch. Aber. Das schmeckt wie? Das zerfällt einfach im Mund immer. Mhm. Alles. Das schmeckt ein bisschen. An was erinnert mich das denn? An irgendwas erinnert mich das an. Eine deutsche Süßigkeit. Ja gut. Mhm. Okay. Mhm. Oh Gott. Jungminz. Was? Wenigstens mal was auf Englisch hier. Ach hier. Plum Favorite Mini Candy. Also Pfirsich, nee, nicht Pfirsich, sondern Traube? Traube vielleicht? Ja, alles klar. Das ist ein Loch. Kann das irgendwie da denn gehen? Oh, guck mal, wie süß. Kann man das sehen? Warte, zeig mal. Ach so, bitte. Also so sehen die auf jeden Fall aus. Gehört, ich sehe nichts auf dem Bildschirm. Ja, aber das, ja, das fokussiert nicht ganz doll. Egal. Ja. Kleine. Willst du noch einen haben? Gerne, ja. Das sind meine neuen Lieblingssüßigkeiten, weil die Verpackung so süß ist. Hashtag Verpackungsopfer. Ja. Okay. Los. Oh, sauer. Oh! Mm. Oh, schmeckt nach vergammelte Pflaume. Boah, ich zieh mir gleich meine Blombe wieder aus, Alter. Wie scheiße, die Kinder. Du musst drauf achten, dass meine Füllung hinten drin bleibt, Alter. Okay. Boah, ich will die rausruppen aus den Zahn. Nee, also das schmeckt ja widerlich. Next one, please. Den? Was, bist du das ja alles in der Zwischenzeit aufgehört? Den hier? Nein. Aha. Okay. Also jetzt kommt... Oh, der ist mit Himbeergeschmack. Mini-Kit-Kat. Mit Himbeer. Natürlich alles... Oh, 64 Kalorien, das kann man lesen. Ja, das kann... Das sieht man. Ich hoffe, das kann man irgendwie... Oh, die verpackt... Oh, guck mal, wie hübsch der ist. Ja, wie hübsch. Mal. Ein rosaner Kit-Kat. Rosa. Prost. Oh, wow. Ich mag den Himbeer. Mm. Schmeckt wie diese pinke Torte, die Mutti immer gemacht hat. Weißt du? Torte. Ein bisschen zu viel Himbeeren. Nicht lecker. Boah, nee. Mag ich nicht so gerne. Nee, esse ich lieber das normale Kitzel. Ja. Okay. So. Oh nein. Böse Vermutung. Wasabi! Ja, Mann. Gib mir alles. Gib
Also, ist es nur man ein muss Ding? Dazu mal sagen, ich kann mit Schärfe überhaupt nicht überhaupt umgehen. Nicht kann ich damit umgehen. Ich auch nicht. Also ich finde, also scharf, nee. Scharf, damit brauchst du bei Sarah ja nicht an die Schuhe. Dann kriegst du dicke Lippen. Ah, das ist nur ein so ein Ding, aber das ist ein bisschen kriegst du dicke Lippen. Dicke Lippen. Oh! Zeig mal die Kamera. Alter, das klebt wie Scheiße. Das ist so dünn. Das ist einfach nur so ein Blatt Papier. Ey, wenn Luni gleich hochspringt, ne? Ach, oh, das riecht schon so scharf. Oh nein. Oh, nicht, dass ich guck jetzt mal, das kann man nicht mal knicken. Wir haben nichts zu, so trinken. Wie das klebt! Ich klebt alles an meinen Händen hier. Ich leck erstmal. Oh, das stimmt richtig das eklig. Klebt, das klebt richtig am Daumen. Ey, wenn das scharf ist, ne? Oh, ich kann nicht mehr abbeißen. Oh. Shit, Alter. Oh, ich kann das ich nicht hab mir dran geleckt, es reicht mir schon. Das ist scharf. Ja. Steck das ganze Ding im Mund. Weiß mal, ich hier abgehe. Oh, Alter. Nee. Boah. Das schmeckt mehr nach Fisch als alles andere. Ja.